Ich zeig euch mal, wie es geht. Also. Und bei mir wächst kein Gras mehr. Aber ich versuche jetzt mal so zu schießen, wie mein großes fußballerisches Vorbild Marco Strecker. Achtung, jetzt der erste. Und ich grüße den Alexis, den Sören, den Igor und den Malte aus der Alsbach. Ich guck dir das mal an. So, mein Name ist Thomas Ebert, ich bin der Coach dieser Truppe und meine Grüße gehen heute an denjenigen, der heute leider nicht da ist. Und zwar ist das der Uwe Köth, unser Betreuer. Der isst heute nämlich Leberknödel mit Sauerkraut und von daher gesehen, er wollte mich nicht mitnehmen, er hat gesagt, ich soll das alleine heute machen und von daher gesehen, probiere ich heute mal in die Latte zu schießen. Ich grüße die hessische Mannschaft hinter mir. Und ich grüße meine Mutti. Und ich werde auf jeden Fall besser sein wie die Pipe vor mir, der Stefan. Und ich grüße alle, außer der Marco Strecker. Schade! So, Fazit von dem Lattenschießen ist, wir haben einmal getroffen, das wird schwer sein, das zu toppen. Wir haben uns ein bisschen, hat eigentlich gepasst, dass wir es montags gemacht haben nach dem Ingelheim-Spiel. Wir haben uns der ersten Halbzeit gut angepasst. Der Christian George hat uns da Gott sei Dank gerettet mit einem Lattentreffer. Und gut, die Jungs sind ja nicht fürs Lattenschießen da, sondern die sollen ja sonntags Punkte holen. Ist eine coole Aktion von euch, was ihr da macht bei FUPA. Ist lustig und ich hoffe jetzt vielleicht ein bisschen mit weniger Druck, dass die jetzt mit ein paar Mann da die Latte jetzt auch mal treffen. Ja, dass ihr seht, dass die Jungs auch was können. Okay, Männer, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr könnt. Nicht einer, ne? Es war jetzt noch schlimmer wie vorhin, wo jeder einzige drauf hat.